Ihr wollt wissen, wofür die Brücke hier ist? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So. Ihr habt noch keine Ahnung. Wie ihr bestimmt hören könnt, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen habe ich vor, das diese Woche ein bisschen kürzer zu halten alles. Sprechen ist gerade nicht ganz so leicht. Passiert. Aber es muss ja weitergehen. Wir brauchen Wasser. Und zwar eine Menge. Eigentlich 4400 irgendwas. Ich habe mir gedacht, das ist eine doofe Zahl. Mach 4800. Dann ist die Zahl nicht mehr ganz so doof. Es ist nur die Frage, wo holen wir es her? Eigentlich war mein Plan ja, das Wasser hier aus dem Tümpel zu holen und wahrscheinlich von hier. Eine Alternative wäre natürlich, so ein bisschen so zu machen wie Kibitz. Der hat mich da auf die Idee gebracht, das hier oben zu machen. Da oben ist nur das Problem. Ich glaube nicht, dass ich so viele Apparillos da reinkriege, weil ich bräuchte 8x600. Das haut aber so nicht hin, weil das sind jedes Mal 10 Stück für eine 600er Leitung. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, kann nicht. Das sind 5 für eine 600er Leitung. Also bräuchte ich 40 Stück hier oben. Ich glaube nicht, dass ich 40 Stück hier reingesetzt kriege. Die Alternative ist, ich übertakte. Beim Übertakten habe ich aber das Ding. Brauche ich nicht. Doch, brauche ich. Ich komme auf, 4800 will ich haben. Einen übertakten, voll übertakten, komme ich auf 300, brauche ich 16 Stück. Und diese 16, dann muss ich jeweils 3 Stück reinpacken, also hätte ich mir auch sparen können, einfach Nullen streichen. Wunderbar. Da hätte ich 48 von denen bräuchte ich. Ihr kommt mit, ich nicht mehr. Wunderbar. Wir gucken mal eben, ich glaube, ich habe 18. Das heißt, die Option ist jetzt nicht so doll. Müssten wir hier rumrennen und möglichst hier nicht runterfallen. Cool. Schaffe ich das? Hier schaffe ich. Okay. Hier. Darüber, dahin. So. Da habe ich das schon mal nicht. Musik ändern. Da sind sie. Ne? 18 habe ich. Das kann ich. So, weiter jetzt. Wir kommen immer noch Finger rein. Also das läuft auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wie sieht es eigentlich aus hier mit unserem Schreddert der Schredder mal oder? Nein, es läuft immer noch sauber da oben rein. Wunderbar. Da rein und dann geht der Überschuss. Wie habe ich den eingestellt? Achso, okay. So habe ich es gemacht. So, das geht dann immer kurz durch und dann kommst du hier an. Überhaupt. Wie voll sind wir denn? Da noch gar nicht. Da auch noch gar nicht. Also, wir haben noch eine ganze Menge Platz, was hier rein ist. Super. Wenn wir jetzt erstmal auf Suche gehen, wir bräuchten 30 Stück. Das heißt, 6 rote wären nicht schlecht. Hier sehe ich schon mal wenigstens 3 blaue. Und da hinten war, glaube ich, auch noch irgendwo entweder da oder da eine gelbe, aber ich glaube, das kriegen wir so nicht. So. Andere ist, das wird mir da oben halt einen Wasserturm sparen. Ich bräuchte jetzt keinen Water Tower setzen. Und ich brauche dann auch nicht
Ja, zumindest muss ich dann 48. Stimmt das? Wir haben das hier. So, wir brauchen 40 Stück dafür. Hätte ich denn überhaupt Material für 40 von den Dingern? Das ist das nächste. Organisation, falsch. Produktion. Wasserextraktoren. Ah, 40 Stück da rein. Und ich habe schon so. Ich habe befürchtet, dass wir mit irgendwas nicht auskommen. Weil damit gehen wir hin. Das ist schon mal ganz gut. Ja, wir bräuchten auch dann mindestens 8 Wassertanks. Ist die Frage, ob ich jetzt die Flüssigkeitsspeicher in klein oder in groß nehme. Kubik passen mal rein. Dann machen wir 8 nach. Ich gehe mal gucken, ob wir das alles hier haben. Habe ich schon 6 Minuten verquasselt für den ganzen Spaß. Ich wollte doch eigentlich maximal 10 Minuten bis eine Viertelstunde machen. Ich werde gucken, ob ich zwischen den Episoden hier ein bisschen weiterarbeite. Ja, damit das halt halbwegs was wird. Doch irgendwo hier, davon habe ich genug. Habe ich dann die Verstärkung, die brauchen wir? Balkonstoff habe ich auch genug. Ja. Das ist gerade echt schwierig. Wir hätten die da, aber ob das genug ist, weiß ich nicht. Hey. Moment, einen werde ich wohl entbehren können. Von euch. 400, das dürfte auch zu viel sein, um das. Davon habe ich genug. Nicht mehr. Relativ sicher. Hoffe ich. Ansonsten, ja, wir müssen dann halt nochmal den Zug befüllen. Wäre ja auch kein Riesendrama. So. Das heißt jetzt aber, ich muss irgendwie darüber. Genau. So, hier runterfliegen. Eigentlich wäre es gut, wenn ich das Wasser noch irgendwie da ran könnte. So. Wenn ich jetzt hier stehe, in diese Richtung gucke, weil da geht ja auch mein Spaß, ich gehe einen weiter rüber, dann komme ich da dran vorbei. Ich könnte mir die Schnecke holen. Also, ich wollte auf die Karte gucken. So. Dann würde ich genau hier an den Tümpel kommen und hier unten an den ans Wasser. Da ich kriege hier keine 40 rein, ich kriege da keine 40 rein. Also das ist ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich glaube nicht, dass da Platz für 40 Wasserextraktoren ist. Wir schauen mal. Wir gehen erstmal einen raus. Und wir wollen ja einen Wasserturm machen. Machen wir das mit Rahmenfundament. So, das ist die Höhe, die ich maximal haben möchte. Dann kämen wir von da die Leitungen runter. Gehe ich hier, also hier kriege ich maximal 4 rein. Ja, vielleicht. Wenn ich hier 4 drin habe, dann könnte ich links und rechts jeweils noch 2 an der Seite runterführen, ne? Oder 4. Das wird ja auch gehen. Aber das wäre dann etwas, was ich danach machen muss. Das ist gar keine gute Idee. So. Und wir haben auch direkt hier den Kollegen, dann können wir uns nämlich da Strom außen dran setzen. Hochfliegen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich
Ups. Den so machen. Und dann hier oben drauf direkt einfach mittig, wenn er mich denn lässt. Dann nach vorne vor. Und dann da drüber. Da könnte man hier noch einen Leiter dran setzen. Das wäre gar nicht so schlecht. Dann kann ich nämlich hier drauf laufen und muss mir nicht jedes Mal Gedanken machen, dass ich da irgendwo runterfalle. Das Schöne ist ja, hier zweimal die Runde sind 10 Stück. So. Okay. Wir kommen relativ blöd aus. Wenn ich das jetzt hier so weiterziehe, komme ich genau da vorne an diese Kante und da hört das schon mit dem Wasser auf. Ja, man sieht ja diese dezent harte Kante dort, dort vorne. Fast über diesem hier. Kriegen wir hier 40 Stück rein. Das Gute daran ist, wir können auch direkt hier drüber unseren Kalkstein holen. Den einen da und den anderen da. Wobei, den würde ich einfach so darunter legen. Den könnte man hier hochziehen und dann weiter. Und da hinten, das bräuchte ich auch noch. Uiuiui. Wo war das am besten hin? Egal. Da machen wir uns später Gedanken drüber. Wir ziehen jetzt hier nochmal 10 Stück rüber. Davon 20. Wir gehen jetzt direkt hier drüber. Das ist ja wieder so ein Summers Loop. Hier. Oh, der liegt tatsächlich. Okay, das ist einfach nur. Das sah so aus. Krieg ich 40 Stück hier rein. Zum Abschätzen echt schwer. Wie sieht's denn aus? Erstmal. Nicht da hingehen. Wir probieren es einfach mal ein bisschen.
Dahinter wäre jetzt noch einer schön. Aber da komme ich schon von hier aus nicht mehr dran. Wo haben wir es? Da. Ich ziehe mal komplett rüber. Oh, da ist aber schon unsere Viertelstunde um. Wie habe ich das hingesetzt? Hä? Wie habe ich das hingekriegt? Aufpassen, aber ist ja kein Problem. Dahin. Okay. Vielleicht komme ich mit diesem See aus. Daneben könnte. Hier ist jetzt relativ simpel. Das hast du nicht tief genug, okay? Das ist echt ärgerlich da. Ist die Ressource denn da hinten tief genug? Ich sehe dich doch immer aufflackern. Komm. Also das kriegen wir hin. Ja gut. Pass auf. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Ich fummel hier mal ein bisschen und dann schauen wir uns am Mittwoch das weiter an. Ja. Und damit macht es gut, Käffchen.